Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berlin Vlogger. Mein Name ist Maurice May, sieht man hier auch. Und ja, heute erzähle ich euch mal die neuesten Informationen aus meiner Schule. Unter anderem, die Schule schließt ab dem 3.6. und noch anderes Zeug. Also, viel Spaß und los geht's. Die Schule soll ab dem 3.6.2020 für alle 10. Klassen schließen. Also nicht schließen, sondern die sollen einfach nicht mal zur Schule kommen. Also in meiner Schule ist es so, wir schreiben jetzt noch die nächsten, also diese Woche noch ganz viel Arbeiten und LEKs. Danach ist halt noch so Projektarbeit, sage ich mal so. Also wir müssen halt noch so kleinere Aufgaben und sowas halt machen, um die Note halt zu verbessern. Mehr aber nicht. Und dann, also in knapp 2,5 Wochen, ist die Schule dann für die 10. Klassen aus und wir haben Sommerferien. Ich weiß überhaupt nicht, wie das mit den Zeugnissen und alles funktionieren soll, mit der Abschlussfeier. Ja, okay, das wird es eh nicht geben. Aber wie das dann alles funktionieren soll, das verstehe ich nicht. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und genau. Aber warum das Ganze? Warum dürfen die 10. Klassen nicht weiter zur Schule gehen? Also bei mir auf jeden Fall, in meiner Schule. Das Ganze ist ganz einfach, und zwar die 9., 8. und 7. Klässler kommen jetzt langsam wieder zur Schule zurück. Und das ist ganz einfach, auf dem Schulhof ist nicht genug Platz, damit jeder aus 4 Jahrgängen um die 6, 7 Klassen, also A bis F, ne, halt 1,5 Meter auf dem Hof Abstand halten können. Deswegen werden die 10. Klassen, also sollen nicht mal zur Schule kommen ab dem 3.6. Und die 8., 9. und 7. Klassen, habe ich gehört, die sollen nur 1 bis 2 Mal pro Woche, also jetzt nur noch bis zur Sommerferien, 1 bis 2 Mal pro Woche zur Schule kommen. Und ja, das stelle ich mir auf jeden Fall richtig witzig vor. Also die wurden natürlich auch in Gruppen geteilt und also das ist alles ganz kompliziert und ich frage mich echt ehrlich, was soll nach dem Ganzen passieren? Wenn jetzt der Corona wieder noch eine zweite Welle kommt, was passiert dann? Schließen dann alle Schulen wieder? Komme ich dann nicht auf die Oberstufe? Oh mein Gott. Und die Frage ist, wie lange hält dieser Virus noch an? Das ist wirklich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dieser Virus versaut einfach, ja, alles. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich versuche euch auf jeden Fall mit diesen ganzen Informationen und so immer auf dem Laufenden zu halten. Vor allem in Berlin. Und ja, das waren jetzt erstmal die neuesten Informationen aus meiner Schule. Ich weiß nicht, ob es in anderen Schulen auch so ist, aber ich schätze mal. Und genau, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bleibt gesund, haut rein. First, 'cause yeah they said it, but I said it first. So I'm dancing, you.